Wer kennt das nicht? Da bringt man seine gesammelten Plastikflaschen und natürlich auch sonstiges Leergut zum Pfandautomaten. Ja, und dann werden die Flaschen wieder ausgespuckt, weil der Automat sie nämlich aus irgendwelchen Gründen nicht annimmt. Welche Erfahrungen haben Sie denn schon so mit Leergutautomaten gemacht? Stimmen aus Mainz. Es ist halt blöd, wenn man vor dem Automaten steht und dann blockiert der Automat, dann muss man warten, bis jemand kommt. Also man sitzt es dann zwar aus, aber klar, meistens hat man es eilig und dann ist es eher blöd, ja. Meistens sind sie defekt, die Automate. Was ärgert Sie dann am meisten? Dass keiner repariert. Dass das Ewigkeiten dauert, dass die wochenlang teilweise außer Betrieb sind. Es gibt diese Pfandflaschen, die wiederverwertet werden, die kriege ich zum Beispiel in bestimmten Läden nicht los. Ich hatte noch nie Ärger mit Pfandflaschenautomate. Wenn ich dann eventuell mal, dann gehe ich vorne an die Kasse und nehme die Flasche mit. Entweder der Automat hängt irgendwie und dann muss erst ein Mitarbeiter gerufen werden und das dauert dann dementsprechend lange. Das ist ärgerlich, wenn man nur 2, 3 Flaschen hat zum Beispiel. Oder irgendwie, dass er die Flasche nicht anerkennt, obwohl die Flasche aus dem Laden ist. Also das passiert eigentlich ständig. Noch nie über irgendwas geärgert, dass die Flaschen nicht losgeworden sind? Nein, habe ich nicht. Ich gehe aber auch nur in spezielle Geschäfte, wo ich gekauft habe, da bringe ich es auch wieder hin und dann habe ich kein Problem. Aha, da scheint der Trick zu sein, denn bei mir sind die Flaschen auch schon wieder nicht angenommen worden, so das ein oder andere Mal. 10:10, schön, dass Sie wieder dabei sind. Willkommen zur Drehscheibe, liebe Zuschauer. Die Rückgabe von Leergut am Automaten gestaltet sich immer wieder schwierig, für den einen oder anderen natürlich. Mal ist das Etikett zerkratzt, dann ist die Flasche zu zerknautscht oder der Deckel fehlt. Und manchmal spuckt der Automat dann die Pfandflasche ohne irgendwelchen ersichtlichen Grund wieder aus. Diesen Ärger am Pfandautomaten kennt wohl fast jeder. Damit Sie nie wieder fluchend an der Flaschenrückgabe stehen, zeigen wir Ihnen jetzt mal, welche Tricks und Kniffe es im Leergutdschungel so zu beachten gibt. Supermarktleiter Oliver Stotz ist seit fast 30 Jahren in der Branche. Er meint, rund die Hälfte seiner Kunden hier in der Nähe von Stuttgart würde das Pfandsystem nicht kennen. Also die Unterschiede zwischen Einweg und Mehrweg sind unbekannt für viele Leute. Die wissen nicht, was das Einwegzeichen ist. Die Trennung vom Automat ist für viele sehr, sehr kompliziert. Sie wissen also nicht, dass sie eben auf der einen Seite bei uns im Markt das Mehrweg-Sortiment abgeben und auf der anderen das Einweg. In manchen Supermärkten gibt es einen Automaten für alles. In anderen Geschäften wiederum, so wie hier, stehen 2 Geräte. Der eine für Einweg, der andere für Mehrweg. Und wenn der Kunde durcheinander kommt, dann sieht das so aus. Welche Flasche also in welchen Automaten? Der Reihe nach. Was genau ist Mehrweg? Also Mehrweg, denke ich, die kann man wieder abgeben und die anderen sind nicht, die kann man so wegschmeißen, im gelben Sack. Ja, die werden halt öfters benutzt, oder? Mehrweg ist, das Ganze wieder einem Kreislauf zugeführt wird. Hans Trautwein stellt mit seiner Firma solche Rücknahmeautomaten her. Und zwar seit rund 40 Jahren. Er weiß genau, was hinter dem Begriff Mehrweg steckt. Mehrweg heißt einfach, dass die Verpackung mehrfach hier verwendet wird. Und wird beim Abfüller gereinigt und dann wieder befüllt. Bis zu 20 Mal. Mehrwegflaschen werden also nicht zerstört im Automaten. Denn in der Regel... Mehrweg, das ist alles, was wir in Kisten bekommen. Das wird dann auch wieder in die Kisten rückgeführt. Das sind sämtliche Bierglas. Wir haben auch Sprudel im Glas. Das ist eben alles, was in Kiste angeliefert wird. Und was genau ist dann Einweg? Einweg ist wohl, das wird dann vernichtet. Vielleicht, hoffentlich blamiere ich mich jetzt nicht. Die Einweg sind dann die, wo zerdrückt werden. Die geht ja am Automat, der zermaschelt die ja gleich, gell? Der macht die ja kaputt. Richtig. Im Automaten werden Einwegbehältnisse zerschreddert. Einwegflaschen sind in der Regel an diesem Zeichen zu erkennen. Einwegverpackungen sind Verpackungen, die nach dem Gebrauch recycelt werden. Und aus diesen Packungen werden neue Packungen hier wiederhergestellt. Eine Eigenschaft, die Einwegpfandgut gemeinsam ist... Bei Einweg haben wir einen Pfandbetrag von 25 Cent, während wir bei Mehrweg Pfandsätze je nach Getränkebehälter von 8 bzw. 15 Cent haben. Und was ist eigentlich mit Resten in der Flasche? Nimmt der Automat das Leergut an, auch wenn es nicht richtig leer ist? Weiß ich nicht, wir lernen es immer aus vorher.
Ja, wenn ganz wenig da dran ist, dann geht's. Aber wenn ein bisschen mehr, dann nimmt er das nicht, weil ich glaube, mit dem Gewicht hat es auch was zu tun. Wenn ein wenig Flüssigkeit übrig bleibt, kein Problem. Bei größeren Mengen aber nimmt der Automat das Leergut nicht mehr an. Eine eingebaute Waage kontrolliert hier nämlich jede Flasche. Es geht also zum Beispiel nicht, dass jemand hier an das Ladenregal geht und nimmt sich eine volle Flasche raus und legt sie in den Automaten ein. Funktioniert nicht. Und was ist mit dem Deckel? Muss der drauf sein? Normal müsste es auch ohne gehen. Wenn man den Deckel wegmacht, ist es eigentlich besser, weil die werden irgendwie so gepresst oder zusammen. Und es soll eigentlich besser sein, wenn man den Deckel wegmacht. Mit oder ohne Deckel ist egal. Die Flaschen werden angenommen. Besser ist jedoch mit Deckel, denn... Generell würden wir darum bitten bzw. empfehlen, dass die Deckel auf den Flaschen draufbleiben, weil das einfach die Verschmutzung der Geräte im Inneren hier reduziert. Und was, wenn die Flasche kaputt ist? Bei der Flasche, wenn sie kaputt ist, weiß ich nicht. Wenn die kaputt sind, muss ich den Rest mal schmeißen. Den nimmt der Automat nicht an. Denk mal, das geht's nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ist die Flasche stark zerdrückt, nimmt der Automat sie manchmal an, manchmal nicht. Das ist abhängig davon, in welchem Bereich sie zerdellt ist. Womit wir bei der Frage wären, muss das Etikett intakt sein, damit der Automat das Leergut akzeptiert? Boah, eigentlich nicht so. Ich achte da nicht drauf. Ich mach's nicht absichtlich kaputt. Ja, es darf nicht beschädigt sein und muss dieses Zeichen haben. Der Strichcode muss gut lesbar sein und bei Einwegflaschen die schwarz-weiße Kennzeichnung. Das Etikett muss unbedingt unbeschädigt sein. Flaschen mit beschädigtem Etikett werden in aller Regel nicht angenommen. Wir sind bei Stammkunden Kulan, nehmen es trotzdem an, aber wenn es eben völlig gelöst ist, können wir es selber auch nicht, weil wir müssen es dann wegwerfen. Also immer schön das Etikett in Ordnung halten, denn im Zweifelsfall kann es bares Geld wert sein.